Nun ist es soweit. Puff Weekend 72 und es ist die Eröffnung von SNBY Skate Yard und wir sind natürlich dabei. Let's go. Können sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Yeah, wir sind da. SNBY Skate Yard. Wir bringen noch ein paar Boards mit. Das ist der Augenblick, den ich unbedingt festhalten wollte hier. Dass wir hier die Boards an die Wand bringen im Shop. Die sind jetzt ab heute, natürlich kann man die sich hier gönnen. Deswegen kommt vorbei, kommt in die Halle, exklusiv nur hier. Richtig geil. Wir sind voll auf jeden Fall. Brügge, we are in. The Bridge. Let's go. Wir gehen in die Bridge rein. Massagiert hier. Guck mal hier, diese Lichter. Werder Bremen war letzte Woche jetzt OG live hier. The Lounge. Was ein Konferenzraum. Guck mal, fettester Bildschirm. Hier. Bibliothek soll das sein. Ey, das ist keine Bibliothek hier. Hier wird besprochen, ob Drehflipper oder ohne Schere. Hier kommt, ja genau. Hier ist mit oder ohne Schere der Drehflipper. Backrooms Brüggen. Also dieser rote Teppich hier auf jeden Fall, der kommt sehr, sehr süß. Und auch das B hier auf Big Boss angelehnt. Das ist nicht schlecht. Und dann steffen wir hier rein. Wie kommt man hier rein? Warum leuchten Tiefseewesen? Was? Hotel Lives. Jeder zwei. Väter sind das eigentlich Tolle. Sie sind wie der Wind unter ihren Flügeln. Wenn sie nicht sehen, dass ich ihr Wind bin, dann sind sie für mich gestorben. Ist noch eine Milch? So kombiniert uns. Schon nice hier. Hier, das sind ganz berühmte YouTuber, Influencer. Die machen heute noch eine Reportage über dich. Ja, auf jeden Fall. Also, kann doch mal öfters kommen, sowas, ne? Ja, langsam wird YouTube Fame. Langsam wird YouTube auch in dieser normalen Welt Fame und dann werden wir mit Massagur da rein integriert einfach. Die Eröffnung von der Skatehalle ist eigentlich erst morgen, aber wir sind heute Freitag schon da. Es gibt nämlich eine private Party von den ganzen Partnern, die mitgewirkt haben an der Halle. Deswegen, wir sind live dabei hier, können abchecken und ich zeige euch, was hier hinter den Kulissen passiert. Da sind wir. We are back. That's the way. Location ist sehr krass. Es ist wirklich eine unglaubliche Halle. Unglaubliches Event. Vielen, vielen Dank. Boah, diese Aioli. Wunderschönen guten Morgen hier an diesem schönen, zwar regnerischen Samstag, aber die neue Eröffnung in der Halle, alles ist egal,
denn wir sind trocken am Start. Das Hotel hier, so sah das Ganze hier aus. 4 Sterne, nice. Bad muss ich sagen, wirklich baden hat wirklich Spaß gemacht. Dusche, schön diese Marmor. Du denkst, du bist ein griechischer Gott, ein Adonis, der sich gerade duscht. Das war schon nicht schlecht hier. Wollt ihr sehen, ganz kurz? Das ist wirklich hier, wow. Wow! Die Karte noch mitnehmen und wir sind raus. Vielen Dank, The Bridge. Da sind wir, es ist Samstag. Heute ist wirklich die Eröffnung. Bist du aufgeregt? Oh ja, ein bisschen. Heute bisschen. Weniger als gestern, würde ich sagen. Wir haben richtig Bock. Ja, Mann. Das Ding ist jetzt geöffnet, es ist 11 Uhr. Die ersten Kids sind schon da. Danach gibt es eine Skateboarding-Session. Best Trick haben wir. Es gibt sogar Crash for Tricks. Deswegen ja, ich freue mich sehr. Ey, Skateyard ist jetzt am Start, Alter. Wir sind da. Der erste Skateboarder ist hier und das ist Kimmel. Erster Hardflip direkt down the stairs. Yes, G! Herzlich willkommen, Digga. Was sagst du direkt? Ich sag mal ganz kurz, erzähl mal, wie ist Halle? Erster Eindruck. Ja, auf Fotos wirkt größer, aber ist geil, Alter. Ja? Ist geil, Alter. Hauptsache skaten, komm skaten. Es heißt Skatepark am Start. Herzlich willkommen hier, Bruder. Ja. So, den hier. Check jetzt zweimal diese Pommes mit Salsa. Hallo, ich bin der im Video gesehen habe. Das ist er. Die Eröffnung ist offiziell. Let's go! Super viel Stuff. Wir hauen raus. Jeder gestandene Trick kriegt irgendwas. Break, break. Oh!
beste Halle. Also ihr werdet das alle live verfolgen. Heute wieder massagiert, alles gefilmt. Labert shit. Ah, werdet ihr sehen. Ich habe das meiste Geld gewonnen, einfach so fürs Ziel. Wir sind ready. Die Eröffnung war richtig geil. Geil geskatet, bisschen gefilmt, geil gefressen. Richtig Spaß gehabt. SNBY ist jetzt offen, also kommt vorbei, genießt die Halle. Es geht da ab. Hier unten drunter ist noch ein Link natürlich zu der Webseite, Instagram. Also, für den ganzen Tag geht's skaten. Ein Tag ohne SNBY ist ein verlorener Tag. Also geht ihr verkauft, geht's skaten. Hat Spaß. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht, es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich sag mir, wer ist dein Dealer? Offen so smart gelegt, manche sind Dealer. Yeah, yeah. Hast du es noch nicht gehört in der City? Yeah, yeah. Weil sie sind tot, ich muss hustlen, you will be hurt. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.